Ja, hallo, servus. Hallo. Stellst du dich bitte kurz vor? Ja, ich bin die Doris Burisch, ich bin Zentralbetriebsrätin im Fonds Soziales Wien. Das ist ein ausgegliedertes Unternehmen aus dem Magistrat der Stadt Wien im Sozialbereich. Ja. Mhm. Du hast ja auch schon am Sozialgipfel im Rathaus teilgenommen, im ersten Sozialgipfel, wo, wie auch andere Gewerkschaften das tun, eine Sozialmilliarde gefordert wurde zum Ausbau des, der sozialen Dienste, zur Sicherung der Einkommensverhältnisse, zu mehr Personal im öffentlichen Dienst oder im Sozialdienst insbesondere auch. Jetzt ist inzwischen einige Zeit vergangen. Es hat sich einiges getan, wie Wirtschaftskrise, Gesellschaftskrise, nach wie vor massiv. Was ist denn dein Eindruck? Hat sich seit dem Sozialgipfel im Sozialbereich etwas gebessert oder eher alles verschlechtert? Es hat sich nichts verbessert, gar nichts. Und vor allem hat sich an der Basis nichts verbessert. Bei uns im Fonds Soziales Wien kann man beobachten, dass eher der Overhead und die Verwaltung immer mehr explodiert. An der Basis fehlen aber die Arbeitskräfte immer mehr. Das heißt quasi wirklich im Bereich der sozialen Arbeit, der Pflege, ihr macht ja auch Pflege, den Bereich, da herrscht praktisch andererseits Personalmangel, andererseits auch ziemlicher Arbeitsdruck. Ziemlicher, ganz eindeutiger Arbeitsdruck. Arbeitsdruck und die Arbeitsbedingungen sind ja jetzt auch beim Sozialgipfel Reloaded ein zentrales Thema. Was siehst du für Möglichkeiten als Betriebsrätinnen, als Gewerkschafterinnen, gegen Arbeitsdruck vorzugehen, für eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, um eben diese Überlastung der Belegschaft irgendwie zu mindern? Und wo und inwieweit ist davon auch die Politik gefragt? Es braucht für mich zuerst eine Sensibilisierung auch der Mitarbeiter. Sie selber merken oft gar nicht so sehr, dass sie arbeitsbelastet sind, weil sie im Sozialbereich es gewöhnt sind, immer ihr Letztes zu geben, damit nur die Klienten ja nicht merken, dass es da Mängel gibt, finanzieller Art oder an Ressourcen, Personalressourcen. Das ist ein hoher Grad an Selbstausbeutung. Ja, Klienten zuerst und dann kommt erst Mitarbeiter selbst. Mitarbeiter müssen selbst einmal sensibilisiert werden, damit sie auch auf sich selbst achten dürfen. Sie haben das Recht dazu. Und das Zweite ist, von der Politik erwarte ich mir endlich nicht nur dieses propagierte Verständnis, ja, wir verstehen euch, aber leider können wir ja nichts tun, weil uns die finanziellen Mittel fehlen. Dieses Mitleid brauchen wir nicht. Wir brauchen finanzielle Mittel, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen, dass wir endlich ernst genommen werden. Ihr als Betriebsrätinnen im Fonds Soziales Wien, als Personalvertreterinnen auch, habt ihr schon gewisse Maßnahmen unternommen und Erfolge erzielt, wenn es darum geht, den Arbeitsdruck auf die Beschäftigten zu reduzieren, die Überlastung, unter der viele Beschäftigten leiden, zu reduzieren? Das ist ganz schwer. Wir sind in einem permanenten Prozess von Umstrukturierungen. Kaum ist die eine Umstrukturierung abgeschlossen, kommt die nächste. Wir versuchen jetzt gerade im Zuge eines großen angelegten Gesundheitsprojekts den Mitarbeitern zu helfen, zu schauen, wo es genau knackt und welche Mittel sie brauchen, damit sie besser arbeiten können. Wir können nur unseren Arbeitgeber permanent sensibilisieren und aufmerksam machen. Unsere Mitarbeiter brauchen viel mehr Coaching und es braucht auch eine Arbeitspsychologin ganz dringend. Was würdest du dir von deiner Gewerkschaft bzw. den Gewerkschaften überhaupt erwarten? Von der Gewerkschaft? Von der Gewerkschaft erwarte ich mir, dass sie den Betriebsrat nie unterstützt und nicht nur unterstützt, sondern nicht permanent in die Quere kommt, indem dann zu Gesetzesänderungen, wo es um die Rechte von Betriebsräten kommt, die gekürzt werden sollen, beschnitten werden. Also Gewerkschaft stimmt teilweise zu, wenn Rechte von Betriebsräten beschnitten werden. Das darf nicht passieren. Wenn Kollektivverträge ausverhandelt werden, so wie zum Beispiel jetzt der Bund, der Kollektiv für die Bundesbeamten oder jetzt auch der BAX-Kollektiv gerade verhandelt wird,
dann muss das auch für alle Bereiche gelten und übernommen werden. Ja, und nicht in manchen Bundesländern oder manchen Bereichen wird dieser Kollektivvertrag einfach nicht übernommen. Dieses Umfallen darf nicht passieren. Wenn es hier eine Einigung gibt, dann muss man die durchziehen. Was erwartest du dir vom Sozialgipfel Reloaded, an dem du ja auch teilnehmen wirst? Ich erwarte mir in erster Linie eine Vernetzung der Betriebsrätinnen, einen gemeinsamen Aufschrei zu zeigen, der Politik zu zeigen, wir sind nicht nur kleine einzelne Bereiche irgendwo ganz isoliert, sondern wir sind gemeinsam stark und wir schreien jetzt gemeinsam auf und wir wehren uns gemeinsam. Gut, danke. Also wenn ihr die Dominosteine vor euch seht, dann sind das die einzelnen Bereiche. Das beginnt vom Kindergartenbereich, Schulbereich, Bildungsbereich, dann geht es weiter in Schuldnerberatung, was haben wir noch, Drogenbereich, also Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, da geht alles durch, alle Sozialbereiche. Und wenn hier zum Beispiel schon im Bildungsbereich Mängel auftreten, dann haben die Kollegen oder die Kinder keine Chance auf gescheite Bildung, haben irgendwann einmal Schulden und enden in der Wohnungslosigkeit. Alles fällt um. Nichts ist da, was das tiefe Fallen aufhält.